Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SAS und zur ersten Folge SAS auf Faunas V2. Ja, kurz mal noch zu Teuflertal. Teuflertal würde ich sagen, ist jetzt nicht beendet, aber für als erstes mal pausiert oder vielleicht auch kommt trotzdem. Die nächste Folge ist vielleicht Teuflertal. Das schauen wir mal, ob ich vielleicht in der nächsten Folge dann nicht mehr hier Bock habe auf Faunas. Aber das glaube ich jetzt eher nicht so. Aber naja. So, was bin ich gerade dabei? Ich habe alle Fahrzeuge verkauft und bin gerade dabei, wieder neue Fahrzeuge zu kaufen. Ich habe jetzt schon hier die Garage, die hier belegt. Dann habe ich hier einen kleinen Haller, nächstes der Haller, einfach so einen alten Pistenbully hingestellt. Dann hier unten ist ja auch wo eine Garage, ich weiß gar nicht wo die ist, hier, das müsste sie sein. Da ist, wir können ja kurz mal hinspringen, das ist halt die Garage, wo wir da draußen waren wir gerade, mit einem 400er Solo und mit einem Pontio Solo und halt einen Shido. Dann haben wir hier noch so eine Walze mit einem Shido. Das ist halt das ist der. Dann hier, den meine ich. Der hier so ein bisschen zum Reparieren. Ja. Dann sind wir jetzt hier in der Garage. Hier ein 400W, ein 600 und ein 100. Den 100 habe ich daher, weil das hier ist hier so, nee, ja, hier so circa ist die Garage da ein bisschen hier circa dahinter und weil das Bild ist eigentlich hier so ziemlich entstanden, ja, da ist halt hier eine Schleppliftterrasse zum rauf präparieren und hier rauf. Das ist eh ein Sessel. Und deshalb ist hier auch noch ein 100er. Den war ich gerade. Dann ist das halt der. Das ist der. Dann bin ich hier gerade mit einem Pontio Beast W. Die 3 am Präparieren. Hier. Weil die 1 werde ich, also die 1 wird ziemlich sicher öffnen. Dann die 3 hier. Die Almbahn wird auch, da werde ich hier das, die blauen Pisten hier wahrscheinlich auch. Die 11 und die 8. Ja, und hier die 15. Und da drüben Ochsen. Wie heißt das da drüben? Das ja, Ochsenhöhegebiet oder wie das da drüben auch heißt, aber ja, so, erstmal reparieren wir jetzt die 3 fertig mit dem hier, der wird unter die Bergstation von der Fauna-Eckbahn kommen. So, Ton ist, hoffe ich, nicht zu laut. Ja, so müsste es passen. Aber für mich nicht. So, pünktlich schalte ich mal ein. Und ja, mit dem werde ich jetzt hier noch die 3 präparieren. Der wird dann bei der Fauna-Eckbahn eingestellt. Also Fauna-Eckbahn Bergstation. In die Garage gestellt. Die hier da oben. Und dann komme ich mit noch einer Pistenraupe, eine Solo. Die gibt es, glaube ich, gar nicht in der W-Variante. ja. Drehen wir hier mal um. Das seht ihr dann gleich, was das für eine Pistenraupe ist. Weil mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ja. Was gibt es uns noch so zu sagen?
Ich bin gespannt, wie pünktlich das Video rauskommt. Wir haben es gerade 10.18 Uhr in Real Life. Und die Folge soll heute um 12 Uhr rauskommen. Also Internet. Es liegt am Internet, nicht an mir. Naja, schon an mir auch. Ich hätte es früher aufnehmen können. Und vor allem, ich muss auch noch lernen für ein paar Tests. Nächste Woche sind 3 Tests. Dann muss ich noch Hausübungen machen. Dann will ich heute Nachmittag noch in den Wald gehen, Bäume halt umfällen, schneiden. Weil wir haben einen Wald und einen Traktor mit zwei Wänden zum Zeug halt. Also wirklich richtig in den Wald gehen. Und ja. Und dann ja, morgen, heute ist Samstag, dann morgen am Sonntag, irgendwas ist mit meinem Hals, so ein Schleim und dann kann ich nicht gescheit reden. Und ja, und morgen muss ich Vormittag in die Kirche gehen, also in der Früh. Weil ich Firmling bin, also ich werde heuer gefirmt und da müssen wir irgend so Denkkerzen verkaufen, Wetterkerzen, die wir gemacht haben. Und ja, ich werde da rückwärts reinfahren. Müssen wir also Wetterkerzen machen. Ja. Also haben wir halt gemacht und die müssen wir verkaufen. Und dann Mittag fahren wir auch in einen Wirt, in ein Gasthaus, weil wir da von ihm eingeladen wurden. Und da die Garage ist sowas von scheiße. Mit Lenkrad kann man da vielleicht nicht besser reinfahren, aber ja, irgendwas packt er mit dem Lenkrad. Mit dem neuen sowie mit dem alten. Eigentlich umgekehrt, aber nein. Geht das so zu, ohne dass es streift? Ja, sehr gut. Nice. Dann hier rein. Das Pontio Everest. Der Pontio Everest. Ja, hier steht jetzt Silverete Montafon. Also ich habe den Pistenbull jetzt nicht direkt vom Alpin 3D Design runtergeladen, sondern von woanders. Der ist umgemottet irgendwie ein bisschen, weil von Alpin 3D Design, also da sind sie selbst schuld, die Upload-Seite so blöd. Da kann man am Tag nur maximal so und so viel runterladen. Ja, wo sie das posten. Also von dem her, ja, sind sie da selbst schuld, dass ich das nicht von denen selbst runtergeladen habe. Okay, der fährt ziemlich schnell und der Sound bleibt eigentlich auch recht gleich. Okay, naja. Der ist ziemlich leise. Ah ja, nice, jetzt ist das hier weg. Fährt ziemlich schnell. Heißt ja nicht, dass unrealistisch ist. Heißt es nicht. Kann sein. So, mit dem hier präpariere ich jetzt hier die 2 rauf. Die 1, sorry. Ja, die 1, was ist die 2? Die rote, die werde ich vorerst wahrscheinlich noch nicht präparieren. Ja, 9 Minuten schon wieder. Ach du grüne Neune. Ich weiß nicht, hört ihr den überhaupt? Ich glaube, den hört ihr gar nicht. Ich mach den mal etwas lauter. Also ja, ich habe jetzt nicht das Fahrzeug lauter gemacht, sondern SAS. Also eigentlich halt den Spielsong. Man so will.
So. Okay, was gibt's vielleicht hier? Numbered Hilfsfenster. Ja, super, wenn Numbered 0 nicht funktioniert. Wirklich großartig. So, ja, was gibt es sonst eigentlich noch so zu sagen? Sorry Leute, ich habe den richtigen Scheiß Schlamm. Oder so. Ich kann nicht gescheit reden. So, hier ist es jetzt die Frage, soll ich ja kommen, ich fahre jetzt zurück. Und sieht auch ein bisschen blöd aus. Da darf ich jetzt nicht noch mal zurück. Das passt schon so. Hier kommt die schwarze runter, die 2. Hier links ist die Verbindungsstrecke von den Ochsenalmbahnen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So, dann breche ich jetzt doch mal um. Das ist immer am blödsten, hat der. Okay, der hat auch keinen Piepston. Das ist immer am blödsten, finde ich so, wenn halt. Warte mal, wenn ich so gemacht hatte. So. Ah ja, okay. Ja, weil ich halt, dass ich das nicht ausgeht. Ich muss jetzt runterfahren und dann hier, wenn ich einfach so wieder rauffahren. Da repariere ich halt nichts mehr. Aber eigentlich wäre sich das schon ausgegangen, weil ich bin ja mit dem Pistenbully, den wir jetzt schon oben haben, bin ich ja auch hier raufgefahren. Naja, ja, ich das nicht ge hätte ich das nicht gemacht, wäre es hier sich mit dem ausgegangen. Aber naja. Eigentlich ist die Piste herunter irgendwie mehr oder weniger eine Umfahrung für die Schwarzen dort drüben runter. Aber ja. Schwarzen mache ich jetzt noch nicht auf. Okay, hier wird sie wieder etwas breiter und da bleibt sie jetzt auch lange Zeit breit. Hier geht so eine Abenteuerroute mehr oder weniger runter. Irgend so eine, ich habe keine Ahnung, was die. Habe ich nicht, noch nie gesehen, aber müsste es geben. Oder habe ich schon gesehen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich so sicher, dass es das in echt gibt. Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Ja, was gibt's sozusagen, dass ich eigentlich finde, dass hier drauf auch eine Ding gehört, eine Wende, aber da ist jetzt keine. Oder ich habe sie übersehen, kann auch sein. Hier muss ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal rauf und runter fahren, das sage ich euch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier ein bisschen nicht so breit ist wie die 600er Walze. Oder Fräse halt. Ich sag mal Walze. So, eigentlich ist er so darunter eine Walze. Kann man es irgendwie sehen? Das ist eine Walze. Hier, jetzt sieht man es. Und die fräst halt den Boden mehr oder weniger auf. Und dann hier die Gummi-Ding, die sind so halt gestrichen, dass die Piste dann so aussieht.
Ja. Okay, das wird echt lang. Ja, aber da sind wir auch schon wieder bei 15 Minuten angelangt. Dann danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like und ein Abo da. Würde mich echt freuen. Und dann, ciao.